Guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie und euch heute bei der Veranstaltung der Europawoche der Bayerischen Grünen und mir zu begrüßen. Vom Hof auf den Tisch, grüne Wege für Ernährung und für Landwirtschaft. Ich bin Henrike Hahn, Bayerische Grüne Europaabgeordnete und eigentlich bin ich Mitglied im Industrieausschuss und im Haushalts- und im Wirtschaftsausschuss. Aber natürlich das Thema Agrar, Ernährung ist wahnsinnig wichtig für Europa, interessiert uns alle und wird natürlich total damit verbunden. Und wir wissen, in dieser Woche ist Europatag. Europapolitik beeinflusst unser Leben in allen Bereichen, von Corona bis Klima, von Agrar bis Industrie, von Kultur bis Finanzen. Und deshalb haben wir Bayerische Grüne eben ganz viele spannende Gäste eingeladen, um mit vielen tollen Leuten eben über solche Themen zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ihr und Sie heute beim Bildschirm auch mit dabei seid und wir diese Möglichkeit nutzen können, einfach über super spannende Themen auch zu sprechen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass heute Sarah Wiener zu Gast ist, meine sehr liebe Kollegin, von mir sehr geschätzte Kollegin im Europäischen Parlament, die natürlich auch sehr bekannt ist als Köchin, Unternehmerin, Autorin und Biolandwirtin. Und sie ist natürlich auch fachlich sehr versiert für die Themen, die wir heute besprechen, weil sie im EU-Parlament Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ist, sowie eben auch im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Und im EU-Parlament kämpft Sarah Wiener eben auch für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und das Recht auf eine gesunde und selbstbestimmte Ernährung für alle. Und in diesem Rahmen ist sie auch Schattenberichterstatterin der Grünen Fraktion für die Strategie vom Hof auf den Tisch, Farm-to-Fork-Strategie. Und darüber wird sie uns heute schönerweise berichten. Außerdem ist mit dabei Eva Lettenbauer, Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen und eben auch Landtagsabgeordnete, Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik, Frauen und Jugend der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag. Und wir kennen uns eben auch schon ganz schöne Weile durch die Zusammenarbeit bei den Bayerischen Grünen. Und du hast immer wieder auch Agrarthemen, über die du sprichst, was das für Bayern bedeutet. Deswegen wunderschön, dass du auch heute hier mit dabei bist. Außerdem ist Karl Beer zu Gast, Referent für Agrarpolitik beim Umweltinstitut München. Früher warst du mal Sprecher der Grünen Jugend. Wir kennen uns auch über eine Konferenz der European Greens in Liverpool. Und das heißt, das sind alles spannende Themen auch für dich, wo du große Expertise hast. Du bist auch Kandidat jetzt für die Bundestagswahl mit einem aussichtsreichen Platz, also mit vielen grünen Werten sehr verbunden. Und auch Experte für Agrar- und Handelspolitik und Gentechnik. Und da freuen wir uns auch sehr auf deine Perspektive. An dieser Stelle noch ein paar technische Hinweise an alle Teilnehmenden. Das muss man einfach immer noch anfügen. Wir freuen uns natürlich sehr über Fragen von Ihnen und von euch. Also wenn ihr Fragen habt, dann stellt die bitte gerne bei F&A, wenn man rechts oben in die Ecke klickt, Frage- und Antwort-Sektion. Auch schon gerne während die Impulse und Vorträge stattfinden. Dann kann man das dann später in die Diskussion einfließen lassen und die Fragen stellen. Ich werde die dann natürlich sehr aufmerksam lesen. Und wenn Sie oder ihr technische Probleme habt, dann das bitte sehr gerne in den Chat schreiben. Wir kümmern uns darum. Und außerdem natürlich noch der übliche kurze Hinweis, dass wir das Webinar aufzeichnen und dann später auf YouTube hochladen, damit es im Nachhinein auch nochmal angesehen werden kann. Ja, heute Abend geht es um Ernährung und Landwirtschaft und wie wir in Europa, Deutschland und Bayern eben zu einer neuen grünen Ernährung und Agrarpolitik kommen. Und die Strategie vom Hof auf den Tisch ist ein Eckpfeiler des Green Deals. Da ist natürlich auch wichtig, unser Lebensmittelsystem in der EU, wie können wir das gesünder und nachhaltiger werden lassen? Und damit verbunden ist auch die gemeinsame Agrarpolitik. Was bedeutet Farm to Fork für die bayerische Agrarpolitik für Bayern? Gentechnik und Herbizide spielen da auch natürlich eine Rolle. Das heißt, wir werden hier ein bisschen was erfahren von euch und wir werden berichten und später auch über die Sachen diskutieren, die dann natürlich sehr wichtig sind. Und da übergebe ich gleich an meine liebe Kollegin Sarah Wiener. Du wirst uns über Farm to Fork heute viel erzählen können und ich freue mich sehr auf deine Gedanken und Ausführungen. Danke, liebe Henrike. Das muss ich erstmal zurückgeben. Ihr denkt, das ist so der typische, nette, die Vorstellung, wenn man sich kennt. Aber Henrike und ich sind tatsächlich gut befreundet und hat mich in den ersten schweren Monaten als Neopolitikerin wirklich sehr unterstützt. Und das wirkt natürlich nach die nächsten 30 Jahre bis zum Kanzleramt und so weiter.
Aber was du nicht weißt, Henrike, ist, dass ich seit dem Brexit auch im Envi-Ausschuss, also im Umweltausschuss sitze und dafür im Umweltausschuss die Schattenberichterstatterin der Farm-to-Fork-Strategie bin. Jetzt weiß ich nicht, wer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Sind das Leute, die sich auskennen mit Europapolitik und wie man da so arbeitet? Oder seid ihr einfach interessierte, wunderbare Esser und Kochende und seid einfach an Thema Ernährung und Landwirtschaft interessiert? Deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen anfange, euch zu erklären, was überhaupt Farm to Fork ist, was eine Schattenberichterstatterin ist. Weil sonst ist es ja immer so ein politisches Geschwurbel, was nicht wirklich jeder versteht. So geht es mir zumindest. Und ich würde gern euch aufklären, worum es da eigentlich geht. Also Henrike hat schon richtig gesagt, es geht um das Herz von dem Green Deal, von Ursula von der Leyen vorgestellt. Wirklich ein Meilenstein, sowas gab es noch nie. Ein Arbeitspapier, das eine Strategie, die wirklich mal vom Samenkorn bis auf den Essteller die gesamte Lebensmittelkette in den Blick nimmt. Normalerweise ist es so, gibt es dann Gesetze, kann man sich auch unterhalten. Ihr wisst ja, gerade wird die gemeinsame europäische Agrarpolitik verhandelt und das schaut nicht gut aus. Aber um eine ganz gute Nachricht auch zu sagen, heute hat das Europäische Gerichtshof Bayers Klage Bayer abgewatscht und die drei Insektizide, sogenannte Neonicotinoide, verboten, das Verbot bestätigt, weil sie einfach Bestäuber killen oder neurologisch wirken und dann die Bienen sich verfliegen, was ich denke, euch besonders interessieren dürft, weil ihr ja so ein großartiges Volksabbegehren unterschrieben und unterstützt habt und ich selber Imkerin bin und seit ein paar Tagen auch Schirmherrin der dunklen Biene. Also wenn da irgendjemand von euch ist, der sich mit Bienen auskennt und mit Imkern, dann wisst ihr, was das ist. Es ist sozusagen eigentlich die ursprüngliche europäische Biene, die auch am Aussterben bedroht ist. Also heute ist eigentlich ein Glückstag, nicht nur, weil wir hier bei Henrike ein Webinar machen, sondern wegen diesem Urteil, was mich besonders freut und mir so gute Laune macht. Sozusagen jetzt auf die Farm-to-Fork-Strategie zurückzukommen. Auch ein Punkt ist im Green Deal, Bestäuber zu schützen, um es mal so zu sagen. Also es geht um faire Handelspraktiken, es geht um Labeling, es geht um gesunde Ernährung, es geht um Food Waste, also um Verschwendung und um ganz, ganz viele Punkte in sehr, sehr vielen Seiten. Das hat die Kommission vorgelegt. Dann hat der Rat, also das sind die 27 Landwirtschaftsminister Europas sich hingesetzt und das bearbeitet sozusagen, diese Strategie, und haben ihre Meinung zu diesem Papier verschriftlicht. Katastrophe, wie ihr euch vorstellen könnt, wie so oft. Und jetzt ist eben dabei, das Parlament seine Position zu formulieren. Und da gibt es immer einen, normalerweise, bei der Farm to Fork sind es tatsächlich zwei, weil zwei Ausschüsse beteiligt sind, nämlich Agri, in dem ich ja auch bin, und Envi, Umweltschutz eben. Und weil aber Envi den größeren Lead hat in dieser Sache so ein bisschen und Envi eigentlich auch mehr Leute hat, ein bisschen liberaler denkt und auf jeden Fall umweltfreundlicher als Agri, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich jetzt für Envi diese Berichterstatterin als Schattenberichterstatterin bin. Der Unterschied ist, einer von diesen Fraktionen, das wird vorher ausklamüsert und gekaspert, wer nach einem Punktesystem dann Schattenberichter oder wer welchen Pfeil kriegt, so heißen diese Dossiers. Und die allermeisten bekommt die IPP, also die Konservativen, weil die einfach die größte Fraktion hat. Und dann teilen die sich diese Punkte auf. Und Berichterstatterin ist aber tatsächlich Anja Hasekamp, eine Linke, was für Envi ja ganz gut ist, weil wir da ja nicht sehr oft auseinanderliegen.
Und für Agri ist es einer aus IPOP, Herbert Dorfmann, ein Südtiroler. Naja, da muss ich auch noch mal gleich einen Link machen, nämlich zu Karl, der ja hier sitzt, zu Karl Bär, den ich jetzt Ende Mai, denke ich mal, in Bozen treffen werde beim Pestizidprozess. Und da werde ich als Beobachterin und als zum Stärken hinfahren und mir das anschauen, wie aufrechte Leute dann gern verklagt werden in sozusagen in seinem Slap-Suit, um Leute zum Schweigen zu bringen. Aber da kann Karl vielleicht dann auch noch was zu sehen dazu sagen nachher. Also da werden wir uns dann hoffentlich in Bozen treffen vorm Gericht und mal sehen, ob wir auch dazu kommen, einen Kaffee zu trinken, um auch für letztendlich für Pestizidreduktion und für Transparenz zu streiten, Schulter an Schulter. Und schauen, dass du hoffentlich nicht verklagt wirst und dann mit Brimborium groß freigesprochen wirst. In der Farm to Fork ist es jetzt so, dass ich nicht meine Meinung kundgeben darf, obwohl die natürlich auch einfließt, sondern die Stimme meiner Fraktion bin, also der Europäischen Grünen. Und deswegen arbeiten da viele grüne Advisor, Berater. Ich lerne gerade Englisch, bin eigentlich so froh, dass es immer besser klappt, aber dann fallen mir die Wörter auf Deutsch schwerer. Und meine Mitarbeiter und die Mitarbeiter von den anderen MEPs, die arbeiten eben jetzt an diesem sehr, sehr umfangreichen Papier. Und jetzt laufen seit März die technischen Meetings. Also da treffen sich nur die ganzen Berater und die Assistenten, um schon mal vorzufühlen, wo jeder steht, welche Fraktion welche Meinung hat. Und hat dazu dann zu bedenken, dass es, als dieses Papier rauskam von der Kommission, durfte jede Fraktion, aber jeder MEP auch einzeln, seine Anmerkungen machen oder einen Änderungsantrag stellen. Und das waren tatsächlich 2200 Änderungsanträge. Also ihr könnt euch vorstellen, immenser Wust an Papier, an Meinungen, an Komplexität. Die gilt es jetzt, hat es jetzt gegolten, einzufließen und aufzuarbeiten, welche sind ähnlich, welche sind wichtig, wo gibt es eine Mehrheit und dann daraus Kompromiss, Änderungsanträge zu machen. Und jetzt haben letzte Woche tatsächlich auch die ersten politischen Zusammentreffen gefunden und es ging dann um, also hat man schon gleich gesehen, wo die Knackpunkte sind. In Lebensmittelverschwendung lagen sie nicht, da waren wir uns alle einig, aber ja, in zwei Dinge mussten zurückgehen, in technische Meetings in der Hoffnung, dass da sich was bewegt. Und das eine ist ein ganz großes Thema für uns, nämlich neue Züchtungstechniken, wie es die anderen so schön sagen, die die Welt ernähren müssen, sollen, können. Da sagt Karl sicher auch noch was dazu. Da bin ich, also kann nur so viel sagen, dass ich es begrüße, dass in der Farm to Fork eine 50-prozentige Pestizidreduktion steht, 20-prozentige Reduktion für Mineraldünger und 50-prozentige Antibiotikareduktion bei Tieren, bei Nutztieren. Allerdings kann ich nicht verhehlen, dass weniger vom Schlimmen zwar besser ist als mehr vom Schlimmen, aber ich meine noch nicht gut genug, denn es gibt ja eine Landwirtschaft, die überhaupt keine Pestizide braucht. Und das ist die ökologische Landwirtschaft. Und die alternativen ökologischen Systeme wie Permakultur, Mikrofarming, silvopastorale Systeme und so weiter, Agroforest-Systeme. Das heißt, wir haben uns noch nicht mal wirklich alle genau die Alternativen angesehen, dezentrale Landwirtschaft angepasst an die einzelnen Regionen, an das Klima, an die Böden. Ich denke, das muss die Zukunft sein, denn die intensivierte Landwirtschaft hat gezeigt, dass sie es nicht kann. Ja, wir haben einen immensen Bodenverlust, einen immensen Artenschwund weltweit. Wir haben eine Klimakrise, wir haben wirklich ein
ein Insektensterben, wir haben eine Verarmung der Vielfalt, nicht nur unter Insekten, Amphibien, überhaupt auch Großtieren, sondern tatsächlich auch an Samen und Sorten auf unserem Teller. Und das liegt auch daran, dass immer nur wenige Hochleistungssorten überhaupt massenweise in den Industrienationen dann gezüchtet werden, angeboten werden, patentiert werden. Das sind 5: Mais, Weizen, Baumwolle, Soja und Reis. Und gerade auf diese Massenhandelsware gibt es dann noch die passenden genmanipulierten Techniken dazu und die Pestizide und die Insektizide und die Fungizide. Also ein rundum glücklich Paket, das dann sagt, so muss Landwirtschaft in der Zukunft ausschauen und wo einfach wenige Konzerne verdienen. Das ist ein ganz großer Streitpunkt und ich glaube, da werden wir uns nicht einig werden in der Farm to Fork. Und jetzt hat ja auch die Kommission eine veröffentlicht dazu gemacht, dass sie eigentlich nichts gegen innovative Techniken haben, was ich sehr fahrlässig finde. aus dem einfachen Grund, wir brauchen es einfach nicht. Wir brauchen es einfach nicht und alles andere wäre viel nachhaltiger und viel naturfreundlicher. Das andere ist, was mich als Köchin, sagen wir mal freundlich, besonders engagiert, ist ein Punkt, und das sehen wir auch gleich in ersten politischen Verhandlungen, dass die Konservativen, und ich meine jetzt damit die Renew und die EPP, Teile von der S&D, also von den Sozis auch, nicht meinen, dass ultra schwerst verarbeitete Nahrungsmittel ungesund sind. Also wir versuchen dieses Wort ultra verarbeitet oder schwerst verarbeitete Nahrungsmittel in diese Farm to Fork zu integrieren. Es gibt eine Definition von der FAO und von der WHO, es gibt auch Studien, die, und ich glaube, das wissen wir alle mittlerweile, dass schwerstverarbeitete Nahrungsmittel für zahlreiche Krankheiten verantwortlich sind. Unser Mikrobiom, also das ist unser größtes eigenes Ökosystem im Darm, also wir sind ja ganz viele verarmt und deswegen unser Immunsystem schwächt und bestimmte Systeme von unserem Körper schwächt, also das Immunsystem, das Hormonsystem, Stoffwechselsystem, Verdauungssystem und so weiter. Das weiß man heute, aber deswegen denke ich, wäre es extrem wichtig, dass die Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Mikrobiomforschung und was es für eine Wirkung hat, nämlich gerade Zusatzstoffe, schwerstverarbeitete Nahrungsmittel, aber auch Pestizide und Medikamente, dass die man sich nochmal unter diesen Aspekt anschauen müsste. Es gibt noch einen Punkt, den ich hier erwähnen möchte und dann möchte ich schon fast abgeben, weil es ist ja nicht nur eine Rede zwischen mir und Henrike, ist das Labeling. Ich möchte sagen, das ist jetzt erstmal so zum Großteil meine Meinung und das ist noch nicht Common Sense in unserer Fraktion. Ich werde in der nächsten Woche dein Positionspapier an alle schicken und arbeite daran. Und zwar ist das, wie man Nahrungsmittel labeln kann. Und da gibt es ja einen seit vielen Jahren unterstützten Vorschlag, nämlich den Nutri-Score. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das sind so 5 Buchstaben, A bis E, in verschiedenen Farben, von grün bis rot. Und da wird eben Salz, Zuckergehalt, Fett und die gesamte Nährstoffdichte des Nahrungsmittels gemessen in einer Relation zu der ganzen Gruppe. Also ein Müsli wird dann mit dem Müsli sozusagen verglichen und dann bekommt es eben ein grünes A oder ein rotes E, wie auch immer. Und das ist in erster Linie, schaut das super aus. Ja, wir sind ja immer für Transparenz. Wir sind auch für Dinge besser zu machen. Ich glaube nur, dass Nutri-Score zu kurz gegriffen ist. Denn
ich muss das einfach ausnutzen, dass ihr jetzt zuhört, weil vielleicht könnt ihr mir helfen oder sagt ja, wo ich falsch bin und sagt mir eure Meinung. Man könnte, vorstellbar ist natürlich, also zum einen siehst du nicht an seinem Nutri-Score, ist es ökologisch hergestellt oder nicht. Das ist schon mal ein Problem, weil ökologische Nahrungsmittel, Lebensmittelzertifizierte viel, viel weniger Zusatzstoffe nutzen. Und das geht, also Demeter ist, glaube ich, so bei um die 20, EU-Bio bei ungefähr 120 und konventionelle dürfen so 360 Zusatzstoffe nehmen. Also es ist ein Riesenunterschied. Zusatzstoffe, gar kein Thema. Umweltgifte, gar kein Thema. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass wir bei einem hohen Zuckergehalt den Zucker rausnehmen und den mit Zuckeraustauschstoffen ersetzen, die zum Teil krebserregend sind oder es wird vermutet. Es ist vorstellbar, dass wir das Salz rausnehmen, weil wir alle zu viel Salz essen und das mit einer Glutaminsäure ersetzen, mit einem schweren Geschmacksverstärker. Und es ist natürlich auch möglich, Fette mit Hochleistungsenzymen, mit technischen Hilfsenzymen, die nicht gelabelt werden müssen, auch ersetzen. Das heißt, am Ende hast du noch ein schwerst verarbeiteteres Produkt, wo das Etikett lügt und du kriegst dann ein grünes A. Allein auch vom Zentrifugieren, Homogenisieren, von einem Zersplitterung von Fettketten oder einem Desodorieren von einem Tiefrieren und Hocherhitzen. Fraktionieren ist ja überhaupt nicht die Rede. Also da wird aus einem lebendigen Lebensmittel so lang dran rumgehackt, bis man so eine totgeschossene Leiche hat, die man dann entweder Milch nennt oder Öl oder Brot. Und wir eigentlich nicht erkennen, was es wirklich für eine Qualität hat, weil wir auch gar nicht mehr darüber informiert sind. Es gibt ein System in Brasilien erfunden, auch von der FAO unterstützt. Und zwar ist das das NOVA-System, das auch den Verarbeitungsgrad von Nahrungsmitteln Rechnung steht. Also von nicht verarbeitet bis eben ultra schwerst verarbeitet gibt es da 4 Stufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest erstmal anfängt, Nutri-Score mit Nova zu verbinden, also erst den Buchstaben und dann irgendein Kastel mit einer anderen Farbe drumherum. Trotzdem meine ich, dass wir alle eigentlich diese Nahrungsmittel, die im Supermarkt abgepackt sind und sterilisiert und aufgepoppt und gezuckert oder gefärbt, da dürfte meiner Meinung nach schon gar nichts einen grünen Punkt haben, weil es suggeriert, dass es gesund ist, im Vergleich zu frischen Lebensmitteln. Und das tut es nicht. Und deswegen ist das auch einer der Hauptpunkte in der Farm-to-Fork-Strategie, wo ich mich ganz sicher, sagen wir mal, freundlich ins Zeug legen werde. Jetzt habe ich eben Mikrobiom-Webinare gemacht und alle anderen Schattenberichterstatter eingeladen, sich doch anzuhören, was Wissenschaftler zu schwerstverarbeiteten Nahrungsmitteln zu sagen haben. Leider ist es dann doch so, dass es bei manchen Politikerinnen so etwas wie eine Ignoranz gibt, dass man gar nicht offensichtlich wissen will, was wirklich Sache ist und wo der Bartel den Most holt und was wissenschaftlicher Stand ist. Und damit schließe ich mit diesem lustigen Bemerkung, dass die Aluhüte mittlerweile und die Ideologen ganz sicher nicht in den grünen Reihen sitzen. Und das, das Schöne ist, dass wir merken mit den Umfragen, dass die Grünen immer mehr an Terrain gewinnen, weil ich glaube, dass aufgeklärte, intelligente Mitbürgerinnen und Mitbürger einfach wissen, es ist 11:40 und wir müssen dringend nachhaltig, aber auch saftig und sinnlich etwas ändern, damit wir eine Win-Win-Situation für Menschen, Tier, Pflanze und Natur ermöglichen können.
Ja, liebe Sarah, ganz, ganz herzlichen Dank. Wahnsinnig spannend und ich glaube, auch so wie du das gerade erklärt hast, da kann man wahnsinnig gut sehen, wie Europa eben auch mit unserem wirklich Alltagsleben auch zu tun hat. Und ich kann mir niemanden vorstellen, der das überzeugender als du da entsprechend auch bearbeiten kann. Ich fand es super spannend, dass du auch ein bisschen erzählt hast von den Details der parlamentarischen Arbeit, wie mit welchen Meinungen fraktionsbedingt wir da auch konfrontiert sind, wie wir da entsprechend da handeln müssen oder kämpfen müssen, auch für die Inhalte. Und ich finde das bei dir auch sehr faszinierend. Ich glaube, jeder hört bei dir ganz besonders gut zu, weil du eben auch bei allen Details super gut Bescheid weißt, sowohl auf der fachlichen Komponente, aber auch, wenn du selber Produkte in die Hand nimmst und was kochst. Also zum Beispiel meine Töchter sind totaler Fan von deinen Kochsendungen. Ja, das ist aber wirklich eine ganz ernste, tiefe Geschichte. Und das kann man bei dir eben sehr, sehr gut sehen, wie das alles zusammenhängt. Also da ganz herzlichen Dank dafür. Noch als ganz kurze Gegenfrage, hast du das Gefühl, dass man im Europaparlament da wirklich richtig was bewegen kann in der Richtung? Du hast gerade geschildert, die Leute hören nicht richtig zu. Wir wissen, bei Agrar spielt Lobbyismus auch eine ganz große Rolle. Hast du das Gefühl, das ist eine gute Arbeit? Brauchen wir mehr Zeit dafür? Aber bewegt sich was? Kann sich was bewegen? Das nur als ganz kurze Rückfrage nochmal. Am Europaparlament sieht man eben, wir sind 27 Staaten, was Demokratie, was Kommunikation ist, dass es am Ende mit Mehrheiten geht. Und das muss man den Leuten sagen. Ich denke, dass des Volkes Stimme, ob das nun Unterschriftsaktionen sind, wir werden alle zugemüllt davon, aber ich sage euch, sie haben trotzdem eine Wirkung. Und ich denke, dass sich am Ende das Gute und das Richtige durchsetzt. Und manchmal geht es nicht darum, das Bestmögliche oder in der bestmöglichen Welt das zu erreichen, was ich mir vorstelle oder du dir, wie wir leben wollen oder was möglich ist. Manchmal geht es auch einfach nur schlicht darum, das Schlimmste zu verhindern. Und die richtig einzugemeinden in der Richtung und dann nicht nachzulassen, weil ich glaube, dass eben sowas wie wissenschaftlicher Konsens, das wissen wir aus der Zuckerindustrie, Nikotin und so weiter, das wird sich durchsetzen. Es wird sich durchsetzen. Es ist nur halt jetzt die Frage, wie lange haben wir Zeit, bis was aufwacht, und ich möchte einfach nicht in die Situation kommen, dass wir so lange zögern, dass wir dann wirklich mit radikalen Unverhältnissen, Schnitten auf einmal also eine Situation haben und leben müssen, die wir alle eigentlich nicht wollen. Insofern, ich denke, wir werden viel Gegenwind kriegen. Es ist trotzdem, es ist eine Bewegung in die richtige Richtung. Und ich denke, dass die nächsten Jahre extrem aufregend und spannend sein wird, weil da wird noch sehr, sehr viel passieren. So wie eben jetzt zum Beispiel mit dem Klima, wir können das nicht verlagern auf die Zukunft, auf künftige Generationen, die sollen dann einfach in den sauren Apfel beißen. Insofern, weißt du, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, es lohnt sich einfach, jeder Zentimeter zu kämpfen. Das glaube ich auch. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Und man hat gerade im Chat auch schon gesehen, es gibt ganz interessierte Fragen, und aber auch, du hattest vorhin Monsanto und Bayer erwähnt, da kam auch von Anja Hübner der Kommentar, toller Erfolg, toll, dass so viele Menschen Druck machen. Also hier sind auch viele Menschen dabei, die da mitfiebern, mitfühlen oder auch gedanklich sehr stark mit dabei sind. Und nachher bei der Frage und Diskussionsrunde, da kann man noch ein bisschen mehr auf diese Dinge dann eingehen. Ich erzähle mal ganz kurz jetzt noch mal ein bisschen den Stand zu Agrarpolitik, um das alles ein bisschen zusammenzuweben, was Sarah, du auch gerade eben ausgeführt hast. Denn die Farm-to-Fork-Strategie ist natürlich ein kleiner Teil sozusagen, aber sehr wichtiger Teil einer großen Strategie, Europas Ernährungssystem und Landwirtschaft nachhaltig und zukunftsfähig zu machen. Es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Green Deals. Und wir Grüne, wir haben natürlich immer auch schon gesagt, wir brauchen eine grüne Agrarwende im Bereich der Agrarpolitik. Und deswegen ist es sehr, sehr spannend, eben einen kurzen Blick auf die aktuellen Verhandlungen zur gemeinsamen Agrarpolitik zu werfen, kurz GAP. Das ist bei uns Grünen in der Fraktion der Martin Häusling, der da sehr bewandert ist und der natürlich auch entsprechend die Verantwortung hat, uns Grüne da zu vertreten bei diesen Verhandlungen.
Wir wissen alle, die gemeinsame Agrarpolitik ist der dickste Brocken im EU-Haushalt mit insgesamt rund 387 Milliarden Euro, also richtig, richtig viel Geld. Man kann sagen, mehr als 30% des gesamten EU-Budgets fließen in die Landwirtschaft. Das ist also wirklich sehr, sehr viel. Auch entsprechend Gestaltungskraft, hier was zu verändern, würde wirklich eine Veränderung bedeuten. Und wie ist die Lage im Moment? Im Oktober 2020 hat das Parlament dem von der EU-Kommission vorgelegten Entwurf der neuen GAP für die Jahre 2021 bis 2027 zugestimmt. Und wenn wir insgesamt jetzt gerade die Situation so anschauen, dann sieht das leider bisher alles so aus, als könnte von dem Systemwechsel, ja, den wir eigentlich wirklich dringend brauchen würden, keine Rede sein. Und bedauerlicherweise haben wir das auch schon gesehen während der deutschen Ratspräsidentschaft, dass die deutsche Bundesregierung eben auch sich nicht erkennbar nicht eingesetzt hat für eine grünere GAP. Stattdessen haben wir jetzt im Europäischen Parlament einen ganz schwachen Vorschlag erhalten von der Kommission, von den Liberalen, Konservativen und Sozialdemokraten, auch von den Sozialdemokraten, auch von bayerischen Sozialdemokraten, die im Parlament sitzen. Ja, die haben eine andere Linie da vertreten. Und da haben wir jetzt entsprechend jetzt im Moment einen Fahrplan, wo klar ist, in den kommenden Jahren wird es weiterhin eine EU-Agrarpolitik geben, die weder im Einklang mit den Pariser Klimazielen stehen, noch mit dem Green Deal und noch auch nicht mit der von der Kommission beschlossenen Biodiversitäts- und der Farm-to-Fork-Strategie. Also das ist wirklich ein systemisches Problem. Und der Entwurf, wie er jetzt verhandelt wird, wird auch nicht geeignet sein, um den Landwirten bei einem Übergang zu einer umwelt- und klimafreundlicheren Landwirtschaft zu helfen. Ich bin da sehr gespannt auch schon darauf, was Eva Lettmauer dann auch bei uns da sagen wird. Denn in Bayern ist das natürlich auch auf entsprechende Reaktionen gestoßen. Insgesamt muss man sagen, die neue GAP, die hält weiter an Direktzahlungen fest. Was sind Direktzahlungen, die an die Größe der landwirtschaftlich genutzten Fläche gekoppelt sind? Ja, also Subventionen an Fläche gekoppelt, anstatt Subventionen zu bieten, die eben positiv mit der Einhaltung von Standards zum Beispiel für Klimaschutz, für Tierwohl, Pestizideinsatz und Biodiversität geknüpft sind, weil man so natürlich entsprechend auch Anreize setzen könnte und sagen könnte, Mensch, wer wirklich was tut für gesunde Ernährung, für eine ökologische Landwirtschaft, wird auch entsprechend belohnt. Das heißt, jetzt nach dem jetzigen Stand, 60% der Gesamtzahlungen aus der ersten Säule des GAP sollen nach der Größe des Flächenbesitzes ausgezahlt werden und das eben nahezu ohne Auflagen zu Klima, Umwelt und Tierwohl. Und das ist wirklich in der heutigen Zeit eigentlich unfassbar, dass das so ist. Wir sind eigentlich gesellschaftlich da schon viel weiter, würde man denken, aber nein, bei der Agrarpolitik bewegt sich nicht wirklich etwas. Das war schon in der letzten GAP ein Problem. Schon heute fließen dadurch 80% der Direktzahlungen an 20% der Betriebe, also an Großbetriebe. Das sind so die großen Probleme, die immer wieder zitiert werden. Und das ist natürlich auch problematisch, weil dadurch natürlich vor allem kleine und mittlere Betriebe, wie es hier auch eben in Bayern viele gibt, systematisch benachteiligt werden, von großen Betrieben verdrängt werden nach dem Motto Wachse oder Weiche. Und da bin ich sehr gespannt, was Eva noch da später auch dazu sagen wird. Das heißt, insgesamt muss man sagen, Mitgliedstaaten sollen nach dem jetzigen Verhandlungsstand einen enormen Handlungsspielraum haben, wenn es um die Definition ökologisch sinnvoller Maßnahmen geht. Das heißt, die jetzige Bundesregierung wird da auch einen großen Einfluss haben, eben auch auf die deutsche Interpretation sozusagen. Und das grüne Fazit ist insgesamt, dass diese GAP definitiv nicht geeignet sein wird, um den Landwirten bei einem Übergang zu einer umwelt- und klimafreundlichen Landwirtschaft zu helfen. Das ist problematisch aus vielerlei Hinsicht, wie bereits geschildert. Und wenn man sich mal vergegenwärtigt, die Landwirtschaft, die hatte 2018 einen EU-weiten Anteil von ca. 11% an den Treibhausgasemissionen. In Deutschland sind es 2017 zum Stand rund 15%. Das ist schon auch eine ordentliche Nummer oder Hausnummer. Das heißt, auch deshalb, auch aus klimapolitischen Gründen, müssen die höchsten Subventionen aus dem EU-Haushalt eigentlich im Einklang mit dem Green Deal stehen. Und das ist so entsprechend nicht gut gelöst. Und ich muss auch sagen,
Wir haben Ende des Jahres, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, liebe Sarah oder Karl, als ihr das auch mitbeobachtet habt, uns Grünen ging es zum Teil richtig schlecht, als wir das gehört haben, weil das wirklich extrem den Green Deal torpediert und auch extrem an grüne Grundwerte geht, dieses Verhandlungsergebnis. Wie könnte man das Dilemma noch lösen? Am Ende haben die Mitgliedstaaten natürlich auch noch Spielräume bei der Auslegung und können durch eigene Gesetze eine ambitioniertere und zukunftsfähige Landwirtschaft voranbringen. Was wir aber erlebt haben während der deutschen Ratspräsidentschaft schon, dass unter der Verhandlungsführerin Julia Klöckner keine sichtbaren Ambitionen eben für einen nachhaltigen Ansatz der GAP gezeigt wurden. Eher im Gegenteil, es schien ein erklärtes Ziel des Rats zu sein, die ohnehin wenig ambitionierten Positionen des Parlaments, muss man auch sagen, ja, noch weiter abzuschwächen. Also unser Martin Häusling hat da ordentlich gekämpft dafür, aber da müssen natürlich Mehrheiten gefunden werden, sehr starke Mehrheiten im Europäischen Parlament. Und das ist dann natürlich auch eine schwierige Sache. Anfang März hat das Landwirtschaftsministerium unter Julia Klöckner dann einen Entwurf für einen Strategieplan vorgelegt. Und dieser hat gezeigt, dass Frau Klöckner im Grunde die alte Agrarpolitik mit neuem Wording verfolgt und dass sie nicht einmal auf ihren eigenen wissenschaftlichen Beirat gehört hat. Ich persönlich finde absolut super, dass wir in diesem Jahr Bundestagswahlen haben in Deutschland, ja, weil wirklich wir Menschen auch dann selber entscheiden können, welche Art von Agrarpolitik wollen sie haben, welche Art von Klimapolitik. Und ich glaube, dass hier die Menschen auch aufmerksam zuhören und lesen, was da entsprechend passiert. Wie geht es weiter jetzt? Martin Häusling befindet sich da auch noch für uns Grüne mitten in den Trilogverhandlungen, also die Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission. Die sind im November 2020 losgegangen, dauern immer noch an, laufen zäh und eventuell wird es noch bis in den Juni, Juli hinein dauern, bis eine Einigung erreicht wird. Und wir haben dann natürlich verschiedene Punkte, die sehr wichtig sind. Eco-Schemes, da können wir natürlich bei der Diskussion noch später drauf eingehen. Dann, was auch wichtig sind, sind zum Beispiel Faktoren wie Fragen der Kappung, die Degression, Umverteilungsprämie. Das sind alles so Fachbegriffe natürlich, die da eine Rolle spielen, also für Leute, die auch sich besonders gut auskennen, aber natürlich eben auch die Bäuerinnen und Bäuer sehr betreffen vor Ort und die da sehr wohl damit etwas anzufangen wissen. Das heißt, da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Und insgesamt muss man aber sehen, dass die GAP alles andere als auf dem Weg ist, in Europa die Grundlagen für ein Vorantreiben des Green Deals zu setzen. Wir sind immer noch weit entfernt von einer wirklich umfassenden, gesunden, umweltfreundlichen, gerechten Landwirtschaft. Und wie muss man das einschätzen? Warum bewegt sich da nichts? Also da hat gerade gestern, haben wir von der Europagruppe ein gemeinsames Webinar gehabt, alle deutschen Abgeordneten, und da hat mein lieber Kollege Martin eben gesagt, kein Bereich ist so reformwiderwillig wie der Agrarbereich. Und ein ganz großes Problem dabei ist auch die Abhängigkeit von vielen Bäuerinnen und Bauern, die heute eben die Hälfte ihrer Gelder über die Europäische Union auch beziehen. Das macht die ganze Sache auch natürlich schwierig. Was wir aber insgesamt brauchen, also da sind ja viele Akteure, die da eine Rolle spielen, auch NGOs und Umweltorganisationen und die Bauern und die Politik. Das heißt, wir brauchen insgesamt so einen neuen Gesellschaftsvertrag mit Bauern, in dem wir wirklich honorieren, wenn Bäuerinnen und Bauern etwas Gutes für die Umwelt tun, damit sich das eben auch in Zahlen ausdrückt, auch bei sogenannten Subventionen, und wir da wirklich zukunftsfähig dann da arbeiten. Das ist so ein bisschen ein kleiner Einblick in die EU-Agrarpolitik. Und jetzt würde ich mal überleiten zu Eva Lettenbauer. Ich freue mich wahnsinnig auf deine Ausführungen und Expertise, denn du hast dich ja auch immer wieder in deiner politischen Arbeit, habe ich gesehen, auch mit EU-Agrarpolitik beschäftigt. Aber was bedeutet ist auch die Farm-to-Fork-Strategie für Bayern. Da freue ich mich sehr, von dir jetzt zu hören. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Henrike, für die Veranstaltung. Ich bin absolut überzeugt, dass eine grüne Agrarwende und gutes Essen für alle möglich ist. Aber wir müssen was dafür tun. Sarah hat schon einiges eingeführt und du jetzt auch, was auf europäischer Ebene diskutiert und vorbereitet wird. Ganz konkret umgesetzt werden muss es natürlich aber dann in allen Ecken Europas und eben auch hier bei uns in Bayern. Darum setzen wir Bayerische Grüne uns ja schon traditionell sehr viel auch mit Landwirtschaftspolitik, mit Agrarpolitik auseinander.
Ich finde den Titel vom Hof auf den Teller erstmal, ja, wie viele Grüne treffend. Das ist ganz klar. Aber es braucht, und das möchte ich auch sagen, für so eine Strategie erstmal Höfe. Und in Bayern ist es so, dass diese Höfe massivst schnell aussterben. Ich selber komme ja auch von einem 60-Seelendorf, das fast nur aus Bauernhöfen oder ehemaligen Bauernhöfen besteht. Also immer schon damit aufgewachsen, ob beim Onkel, beim Großonkel oder eben beim Opa am Hof mit dabei. Man macht sich automatisch also Gedanken, und ich denke, so geht es vielen. Wie kann Landwirtschaft Zukunft haben? Wie kann auch eine Bäuerin, ein Bauer Zukunft haben? Und die Zahlen in Bayern sind da erstmal tatsächlich ziemlich erschreckend. Erst vor gar nicht so vielen Monaten wurde nochmal neu bekannt, dass 10.000 Höfe in den letzten Jahren zwischen 2010 und 2020 weggefallen sind hier in Bayern. Es gibt ein massives Höfesterben, das auch überhaupt nicht meint abzubrechen. Und das beschäftigt mich ziemlich stark. Wir haben 15.000 Höfe in den letzten 10 Jahren verloren, sind jetzt bei 84.000 landwirtschaftlichen Betrieben. Es waren um die Jahrtausendwende noch über 100.000. Das heißt, es geht da wirklich rapide bergab. Und wir hatten nochmal ungefähr 10 Jahre früher 150.000 landwirtschaftliche Betriebe. Das bedeutet also, es ist ein massives Sterben da, und die Industrialisierung nimmt somit auf der einen Seite für landwirtschaftliche Produkte zu, und auf der anderen Seite fällt eben massiv für Leute ein Berufszweig weg, der für die allermeisten mit einer richtig großen Leidenschaft verbunden ist. Und ich finde, beides ist eine ganz große Motivation für uns Grüne, auch Landwirtschaftspolitik zu machen. Nämlich den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Hof zu erhalten, und auf der anderen Seite eben sicherzustellen, dass es in einer bäuerlichen Landwirtschaft eine Produktion von unseren gesunden Lebensmitteln gibt. Was mich auch beschäftigt ist, wenn wir uns diese Zahlen anschauen, um dazu noch einen letzten Satz zu sagen, dass nicht, wie manche immer betonen, Nebenerwerbslandwirte wegfallen, die schon das Landwirtschaftsdasein nur als ein Standbein hatten und sich gar nicht mehr darauf konzentrieren konnten. Von den 15.000, die in den letzten 10 Jahren ihren landwirtschaftlichen Betrieb in Bayern aufgeben mussten, waren 12.000 Haupterwerbslandwirtinnen, die das Vollzeit hauptberuflich gemacht haben. Das bedeutet also, es ist wirklich ein kompletter Wegfall von einer ziemlich großen Anzahl an Betrieben. Und in den meisten Fällen stehen da ja Familien dahinter. Also das ist aus meiner Sicht wirklich heftig. Wäre jede einzelne Familie schon heftig, aber 15.000 sind eine Hausnummer. Und wenn man sich anschaut, wie viele Abertausende es in den letzten Jahrzehnten waren, gibt es da einen ganz großen Handlungsbedarf. Mir gefällt an der Strategie, dass erstmal im Namen von Farm to Fork festgehalten wird, dass ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem erreicht werden soll. Schöne Schlagworte kennen wir in Bayern aber ja allzu gut. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, dass da noch viel mehr kommen muss aus der EU. Wir hatten angekündigt, heute über eine Erneuerung der Landwirtschaft zu sprechen. Ich finde eins immer ganz wichtig, oder spreche selber eher von einer teils auch Rückbesinnung in der Landwirtschaft auf die Qualität, weil Qualität stand schon mal im Mittelpunkt der landwirtschaftlichen Arbeit. Und ich denke, genau da müssen wir wieder hinkommen, oder dort, wo sie noch da ist oder wo sie da ist, ist ja auch in vielen Bereichen, müssen wir sie erhalten. Und genau das, denke ich, können wir gemeinsam, Europa und natürlich eben Bund und Länder, auch schaffen. Dafür braucht es aber deutlich mehr Ambitionen, als in der aktuellen Farm-to-Fork-Strategie gerade verhandelt werden, gerade verankert sind. Wenn wir mit dem ersten Bereich anfangen,
Wir haben in Bayern ja ziemlich, ziemlich erfolgreich im Bereich Ökolandwirtschaft klare Ziele, ambitionierte Ziele und wirksame Ziele verankern können durch ein von uns Grünen mitgetragenes Volksbegehren. Bis 2030 sollen 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern jetzt ökologisch bewirtschaftet werden. Das ist ein gutes Ziel, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel, damit endlich auch politisch Fahrt aufkommt und Maßnahmen eingeleitet werden. Bis 2030 auf EU-Ebene 25% Ökolandbau erreichen zu wollen, ist demnach ein bisschen hinter unserem Ziel, je nachdem, wie man sieht, deutlich hinter unserem Ziel, kann also sicher auch noch mehr werden. Genau um eine Zielbestimmung geht es aber natürlich in der Politik oft. Die ist die erste Grundlage und deshalb ist es uns Bayerischen Grünen ganz besonders wichtig, dass natürlich die Regionen dann, wenn Ziele festgelegt sind, auch unterstützt werden. Da geht es aus meiner Sicht ganz besonders zum Beispiel darum, dass man nachhaltige und regionale Wirtschafts- und Wertschöpfungskreisläufe wirklich stärkt, dass man beispielsweise die regionale Produktvielfalt, besonders natürlich auch die bioregionale Produktvielfalt, massiv fördert durch Ökomodellregionen. Das können wiederum Länder ganz besonders auch eigenständig machen, aber auch durch landwirtschaftliche Genossenschaften, Kooperationen und all die Möglichkeiten an Projekten, die wir so kennen. Da ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, zusammenzuarbeiten, damit es einfach gute regionale Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen gibt. Das muss ein klares Ziel der EU sein. Am Ende müssen natürlich die Bundesländer, die Länder an sich mitziehen und da ihren Bürgerinnen und Bürgern, aber eben besonders auch Bäuerinnen und Bäuern, gute Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, es einfach machen, sich zusammenzutun, sich zusammenzuschließen und gemeinsam die eigenen Produkte, sind es Kartoffeln oder beispielsweise auch schon weiterverarbeitete Erzeugnisse, dann zu vermarkten. Ganz wichtig ist aus meiner Sicht aber auch, und da bin ich weiterhin beim Runterbrechen von der europäischen Ebene, von den Zielen, die man so festlegt, auf das handfeste Umsetzen vor Ort. Ganz wichtig ist es auch, dass wir eine Wertschätzung von Lebensmitteln brauchen. Wir brauchen ganz, ganz viel Wissen, das jede und jede Einzelne erreichen sollte, natürlich schon möglichst von der Kindheit an. Und deswegen finde ich, dass es ganz besonders wichtig ist, auch an Kitas und Schulen mehr Raum einzuräumen, damit Kenntnisse vermittelt werden können. Was sind gesunde Lebensmittel? Wie entstehen Lebensmittel? Ganz egal, ob tierischer Herkunft oder pflanzlicher Herkunft, das gehört aus meiner Sicht noch viel mehr in die Lehrpläne und ist somit ein Beitrag, den wir aus Bayern leisten können und damit wieder, was wir gesagt haben, eingangs die grüne Agrarwende wirklich einzuleiten. Und wenn wir schon beim Verständnis, beim Einschätzen und Bewerten, Wertschätzen von Lebensmitteln sind, dann ist mir ein Punkt auch noch ganz, ganz wichtig, nämlich, dass nicht mehr so viele Lebensmittel im Müll landen dürfen. Damit können wir im Bereich der Agrarwende und der Ernährungswende auch schon einen ziemlichen Ausschlag machen. Wir setzen uns deswegen ganz klar dafür ein, dass es auch hier verbindliche Ziele für ErzeugerInnen und den Handel gibt, ganz besonders natürlich den Handel. Und für mich ist auch klar, dass wer Lebensmittel aus dem Müll rettet und selbst verwendet, endlich straffrei bleiben sollte. Dafür setzen wir uns in Bayern ein, aber das wäre natürlich stark, wenn wir da nicht als einzelnes Bundesland alleine dastehen, sondern es gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, die wie Frankreich zum Beispiel ja teils schon viel, viel weiter sind, es da auch nochmal einen Zusammenschluss, ein starkes Signal für das Retten von Lebensmitteln und gegen Lebensmittelverschwendung gibt. Es gibt zahlreiche Bereiche, in denen man in Bezug auf die Agrarwende einiges anpacken sollte. Ich möchte jetzt noch mal ein paar beispielhafte herausgreifen, die in Bayern recht wichtig sind
und aber auch immer ein bisschen was mit der Europäischen Union zu tun haben. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Grundwasserschutz vor Überdüngung. Auch bei mir in der Region Nordschwaben gibt es leider regelmäßig zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Und wir haben da einige Gegenden in Bayern, die ziemlich hoch belastet sind. Auf der anderen Seite gibt es ja eigentlich die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die ganz klar vorgeben, dass endlich Grundwasserschutz auch Priorität haben muss in der Landwirtschaft. Ich denke, da wird es wichtig und immer, immer wichtiger, dass diese Ziele auch wirklich eingehalten werden, dass sie massiv kontrolliert werden und dass eingefordert wird, dass alles, was geht, dafür auch gemacht wird. Wir hatten ja den Erfolg, dass es jetzt immer mehr Gewässerrandstreifen zum Schutz von Bächen, Flüssen vor Nährstoffeintragen gibt, dass die inzwischen auch wieder ausgewiesen werden müssen. Aber ich bin mir sicher, dass wir noch deutlich, deutlich mehr Maßnahmen zur Reduktion des Nitrateintrags brauchen. Genau die wollen wir Grüne in Bayern ergreifen. Wir wollen unter anderem auch mehr Wasserschutzgebiete ausweisen, aber natürlich auch in der Landwirtschaft klar darauf achten, dass das Verhältnis von Tieren und Fläche, auf die der Dünger wieder ausgebracht wird, stimmt und dass es eben zu keiner Überdüngung kommt. In Bayern gibt es recht viele Milchbauern. Drum will ich auch dazu ganz kurz was sagen. Ich denke, für die Milchbäuerinnen und Milchbauern ist es ganz, ganz wichtig, dass statt einer Abhängigkeit von Fördermitteln und unendlichen Milchmassen es endlich einen fairen Milchpreis auf dem Markt gibt. Und da ist die Europäische Union ein absolut geeigneter Steuerer. Und genau deswegen blicken wir dann natürlich auch in die EU und klar, kann man staatlich auch auf deutscher Ebene beispielsweise Milchmengen deckeln, aber es ist doch deutlich sinnvoller, da eine europäische Lösung zu finden, um die Milchproduktion in Zeiten, wenn es Marktstörungen gibt, auch zu begrenzen, damit es eben nicht zu Überproduktionen kommt, zu einem Preisverfall und dann Bäuerinnen und Bauern massiv vor dem Ausstehen. Da brauchen wir gute Lösungen und eine gute Zusammenarbeit, um eben unseren bayerischen Milchbäuerinnen und Milchbauern auch eine gute Zukunft zu sichern. Es gibt darüber hinaus noch ganz viele weitere Bereiche, die man gemeinsam anpacken sollte. Schauen wir auf die Haltungsbedingungen, die immer mehr Menschen zum Glück und zu Recht anprangern. Wir brauchen eine tiergerechte Haltung und auch da ist ein einzelnes Bundesland natürlich auf Unterstützung des Bundes und der Europäischen Union angewiesen. Und ich denke dann natürlich auch insbesondere, wenn wir heute, wir waren glaube ich schon mal beim Thema Bundestagswahl, wenn wir dazu nochmal zurückblicken, die Bundestagswahl ist sicher auch eine ganz, ganz große Chance, beispielsweise das Thema Stroh statt Spaltenböden endlich voranzubringen und vieles, vieles weitere mehr, aber immer natürlich optimal in einer Rückkopplung mit der Europäischen Union. Ich bin mir sicher, dass beim KAL das Thema Pestizidminimierung umfangreich angesprochen wird. Darum würde ich jetzt zu unserer bayerischen grünen Pestizidminimierungsstrategie gar nichts weiter sagen. Nicht zu vergessen ist immer, dass wir auch in Bayern uns gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern dafür einsetzen, dass der Flächenverbrauch endlich wieder auf ein verträgliches Maß zurückgeht, weil Flächenverbrauch bedeutet oft und viel zu oft, dass landwirtschaftliche Flächen verloren gehen. Da haben wir einen ganz klaren Anknüpfungspunkt. Ich meine, in den Fragen auch schon gelesen zu haben, dass es darum geht, wie wir uns annähern können, wie wir gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern streiten können. Und ich denke, das ist sicher ein gemeinsames Thema, den Flächenverbrauch einzudämmen, landwirtschaftliche Flächen zu verteidigen für unsere Lebensmittelproduktion. Ja, damit möchte ich es belassen. Wir haben ganz, ganz viel zu tun. Wir haben in Bayern das vielleicht noch als letztes ganz Besonderes auch einen Auftrag in der Aus- und Weiterbildung von in den Landwirtschaftsschulen. Die jungen Landwirtinnen und Landwirte müssen endlich die Chance haben, auch über Ökolandbau zu lernen. Da können wir sicher aus Bayern heraus einen großen Beitrag in Richtung EU-Strategie auch beitragen. Ich freue mich auf
die weitere Diskussion und bin mir sicher, dass wir Grüne mit unserer Motivation und unserem Elan einiges erreichen können, damit endlich wirklich öffentliche Zahlungen aus der EU-Landwirtschaft nur noch für gesellschaftlich gewünschte Leistungen wie Umwelt, Naturschutz und Co. ausgegeben werden. Das ist für mich das große Ziel, das noch nicht erreicht ist, aber erreicht werden kann. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Eva, für diese spannenden Gedanken. Das war wirklich auch ein sehr weites Feld natürlich auch, aber genau spannend. Und du hast sehr viele Punkte angesprochen, die natürlich so richtige Grundfesten sind. Ja, Wasserrahmenrichtlinie. Ganz spannend fand ich eben auch das mit dem Containering, wo man wirklich klar sagen kann, genau, Frankreich geht da voran. Hier können wir was lernen. Es ist auch toll, dass Bayern da so einen Fortschritt macht und da vorangeht. Wir haben jetzt natürlich auch schon von Diskussionsteilnehmern Input-Sachen bekommen. Ich nehme das mal auf, weil wir natürlich, wenn wir jetzt uns wirklich in real treffen würden, die Teilnehmer und Teilnehmer zu Hause auch gleich mal noch mal schnell was fragen könnten und so weiter. Und damit das nicht nur so ein Block ist, würde ich gerade mal die Frage noch kurz von Martin Harder aufnehmen. Die war an Sarah Wiener gedacht, aber auch, ich finde, sehr, sehr passend auch an dich, liebe Eva. Was sind denn die Strategien, um auch die Bauern und ihre Verbände zu gewinnen für grüne Landwirtschaft, für grüne ökologische Bewirtschaften etc.? Denn es ist schon klar, so ein grüner Bayern-Landesverband ist ja da im Dialog, auch wenn du da mal ganz kurz noch mal ein bisschen erzählen kannst, wie ihr das macht, als Landesvorstand auch hier im Dialog zu sein. Ja, sehr gern. Ein erster Austausch nach meiner Wahl zur Parteivorsitzenden war eine Einladung zu einem großen Raum mit hunderten Jungbäuerinnen und Jungbauern. Und ich fand es genial, dass sie sich gleich bei einer ihrer Veranstaltungen die neue, junge, grüne Parteivorsitzende eingeladen haben. Ich war da auch die einzige Politikerin. Also war das doch ein recht deutliches Signal, dass sozusagen auch nicht nur wir gerne mit der Landwirtschaft im Austausch sein wollen, sondern natürlich auch sie. Und ich habe den Eindruck, klar, der Aufhänger war da so ein bisschen das Thema Landjugend, dass ich auch vom Land komme, aber trotzdem und dass man damit, also dass man auch vom Land Karriere machen kann. Darum ging es bei dieser Veranstaltung. Aber am Ende haben wir natürlich auch sehr, sehr viel über Agrarpolitik und Landwirtschaft gesprochen, weil die jungen Landwirtinnen und Landwirte in Ausbildung sich natürlich fragen, ist es so, dass wir mit der grünen Landwirtschaftspolitik unseren Hof nimmer stemmen können? Sind zu viele Regularien, dann stehen die dann im Raum, werden uns betreffen, müssen wir zu viel umbauen, müssen wir übermorgen schon unsere Spaltenböden zum Beispiel entfernt haben. Und ich glaube, wir konnten da ziemlich gut in den Austausch kommen. Auf der einen Seite steht aus meiner Sicht immer die Einsicht, dass es Veränderung braucht. Die ist natürlich Grundvoraussetzung. Aber ich habe den Eindruck, dass da sehr, sehr viele Landwirtinnen und Landwirte zu einer ähnlichen Analyse kommen wie wir. Dass oft eben Milchpreise, landwirtschaftliche Produkte teils viel zu sehr verscherbelt werden. Dass wir uns also gemeinsam für eine Wertschätzung der Produkte und für eine gute Bezahlung der Landwirtinnen und Landwirte einsetzen müssen. Ich finde, das ist immer ein richtig großer Türöffner und auch eine Einigkeit. Und dann geht es halt aber natürlich auch um den Aspekt, unsere Lebensgrundlagen schützen, unsere Böden schützen, unsere Tiere gut halten. Ja. Und da muss man, finde ich, in die Debatte gehen. Dass man sich das sicher nicht immer von Anfang an einig, aber da kann man natürlich auch schwierig. Genau. Gemeinsam dann die Menschen oder gemeinsam zu Lösungen finden. Ja. Ja, vielen Dank. Ich gebe das noch ganz schnell, lieber Karl, wir freuen uns sehr auf deine Ausführungen, aber ich muss es ganz schnell unbedingt noch mal die Sarah kurz fragen, auf europäischer Ebene da in Dialog zu gehen, mit Bauernverbänden oder etc. Wie schaut es denn da aus? Ist da Dialog gut möglich? Ich finde ganz besonders spannend, im Agrarausschuss zum Beispiel so die personellen Verflechtungen zu sehen und die Jobs, die Leute auch nebenbei noch haben als Parlamentarier im Agrarausschuss. Kann man da was bewegen? Hat man da gemeinsame Perspektiven? Oder ist das eher schwierig? Es gibt ja nicht den einen Bauernverband zum Glück. Und der Deutsche Bauernverband hat nicht mehr das beste Standing.
nachdem er in den letzten 40 Jahren, sagen wir mal, sehr mächtig war und eben, wir wissen auch, wer Landwirtschaftsminister von welcher Partei die letzten Jahrzehnte waren. Insofern, es gibt schon Bauernverbände, die sind offen überhaupt. Ich finde, es ist wichtig, da den Schulterschluss zu suchen und zu reden, weil heute ist es ja so, dass man nicht in der Landwirtschaft verdient, sondern an der Landwirtschaft. Und dass Bauern, kommt mir so vor, sehr oft missbraucht werden in einer Art Geiselhaft, tun viele Konzerne Bauern so sozusagen vor ihre Fabriken anketten, die dann für anonyme Fabriken dann sich streiten müssen. Wenn wir aber ehrlich sind, also es gibt dieses Riesenbauernsterben, es gibt die Abnahme der Bodenfruchtbarkeit, die Erosion, es gibt, wir haben ein Tierschutzproblem, ein immenses, wir haben ein Verarmungsproblem, was ich schon gesagt habe, mit Samen und mit Sorten und mit Rassen. Also es gibt so viele Probleme, dass jeder Bauer eigentlich interessiert sein müsste, dass seine Paten die Ökologie und der Umweltschutz sind und die Fruchtbarkeit der Natur und nicht die Chemie und die Pharmakologie. Und ich glaube, dass es schon eine Bereitschaft gäbe, wenn es nicht immer so von vornherein etwas geht, ah, das ist eine Grüne, na, mit der reden wir nicht. Ach, das ist ja klar, wie die tickt. Sondern wenn wir uns beide darauf einlassen, beide Seiten wirklich zu versuchen, einander zu verstehen und zu verstehen, dass wir ja eigentlich das Gleiche wollen. Und dass der beste Partner für den Bauern die Grünen sind. Es tut mir leid, so ist es. Und gerade die Vielfalt. Und wenn wir das erzählt bekommen und dass sie merken, dass es nicht darum geht, dass es darum geht, Kleinbauern die Vielfalt zu und auch die Freiheit des Bauerns wieder und die Würde herzustellen und zu schützen und zu fördern, dann hätten wir eine andere Diskussionskultur. Aber es gibt tatsächlich viele Bauern, die das schon machen und die ja selber sagen, wachsen oder weichen und diesen ganzen Mist, den man machen muss, wenn man einfach überleben will. Ich bin ja selber Biobäuerin mit einem Riesenhof hier in Brandenburg und weiß ja selber genau um Preise und so weiter. Dann ist das eine Notwendigkeit, dass wir uns hinsetzen und sagen, wer ist eigentlich wirklich derjenige, wer ist eigentlich unser Feind? Und ein System, das dem Bauern, zum Bauern, dem Nachbarn zum Feind macht, darf keine Zukunft haben und hat keine Zukunft. Also wenn ein konventioneller, schwerst agroindustrieller Bauer meint, er muss für den Welthandel produzieren und muss noch mehr rausholen, weil die Preise immer sinken und dazu gezwungen wird, sich auch zu verschulden, um irgendwelche Ställe zu bauen, die völlig absurd sind. Und ich reg mich auf, dass meine Felder kontaminiert sind und in der Muttermilch einfach Glyphosat ist und ich Glyphosat pinkel, was so ist, als Ökomädel, dann haben wir einfach ein Problem. Ja? Und das müssen wir auch benennen und dann müssen wir auch aufeinander zugehen und sagen, okay, im Prinzip wollen wir doch alle das Richtige, das Gute und das Nachhaltige. Ja, genau, vielen Dank. Ich versuche mal so ein bisschen das zusammenzubinden. Wäre aber sehr spannend, jetzt eben auch noch von Karl Beer eben was zu hören zu den Themen Pestizid im Rahmen auch deiner Berufserfahrung, die du jetzt beim Umweltinstitut hast. Da seid ihr ja sehr involviert. Wie ist denn da die Rolle der EU? Was muss sich ändern für gutes Essen und eben auch eine Gentechnik und pestizidfreie Landwirtschaft? Das war ja etwas, was Sarah vorhin auch angesprochen hat und Eva. Und da freuen wir uns sehr über deine Perspektive, lieber Karl. Jo, danke schön. Und ich werde am Ende auch nochmal auf das eingehen, was ihr gerade gesagt habt zum Thema, wie kriegen wir eigentlich die Bauern auf unsere Seite? Ich sehe das ein bisschen schon so, wie Sarah gerade gemeint hat. Ich war vor drei Jahren einmal auf einer Veranstaltung in Amberg mit Albert Dess, auch ein bayerischer Europaabgeordneter von der CSU und gleichzeitig ein Molkerei-Vorsitzender von der Großmolkerei und vor einem Publikum mit riesig vielen Bauern. Und ich hatte natürlich überhaupt keine Chance. Es war die Diskussion sehr, das Publikum sehr einseitig. Ich war danach auf dem Klo und habe mit einem älteren Bauer noch kurz geredet. Der hat mich so angeseufzt. Dann habe ich ihm zu ihm gesagt, ja, wisst ihr, ich würde mich ja nicht wundern, dass ihr gegen Veränderung seid, wenn es euch gut geht.
Aber den Bauern geht es ja auch nicht wirklich gut mit dem System. Hat er zu mir gesagt, na, du hast jetzt du wieder recht. Also das war eigentlich so ganz eine nette Situation. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn man die Bauern richtig anpackt, dass die schon merken, dass das System, das wir jetzt da gerade haben, ihnen auch nichts nutzt. Ich beginne jetzt einmal meinen Bildschirm zu teilen und hoffe, das funktioniert. Wir haben das vorhin ausprobiert und ich, Henrike, du bist die Einzige, die noch sehe. Kannst du Daumen hoch machen, wenn du jetzt siehst, das Ende von Gift und Gentechnik? Gut, super. Ich werde über zwei Themen reden, die auf europäischer Ebene auch entschieden werden, von ganz vielen Dingen, die auf europäischer Ebene entschieden werden und mit Landwirtschaft zu tun haben. Und meine beiden Themen sind Pestizide und Gentechnik, die beide auf europäischer Ebene primär reguliert werden. Es gibt aber neben allem dem, worüber Henrike geredet hat, diese große Geldverteilung bei der EU und den beiden Themen, über die ich jetzt reden werde, noch mindestens zwei, drei andere Themen, die auch auf europäischer Ebene entschieden werden und massiv mit der Landwirtschaftspolitik zu tun haben. Das sind insbesondere die Handelspolitik, also die Frage, wie regulieren wir eigentlich den Außenhandel, die Importe und Exporte der EU und damit welche Konkurrenz setzen wir unseren Bauern aus? Und zweitens auch die Forschungspolitik, die ganz massiv damit zu tun hat, in welche Richtung bewegt sich auch Innovation? Wird das ökologischer oder gehen wir da in eine ganz andere Richtung? Aber ich konzentriere mich jetzt auf die Punkte Gentechnik und Pestizide und jetzt bin ich an dem Punkt, wo was nicht klappt. Jetzt klappt's. Also, Gentechnik ist gerade ein extrem heißes Thema in Brüssel, denn letzte Woche hat die EU-Kommission einen Bericht vorgestellt, wie sie denn umzugehen gedenkt mit neuen Technologien, die es in dem Bereich gibt. Und es war nicht überraschend, dass die Kommission plant, das europäische Recht so zu verändern, dass Lebensmittel, die mit Gentechnik produziert wurden, ohne Kennzeichnung, Zulassungsverfahren auf die Äcker und Teller kommen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass Gentechnik in der EU nicht verboten ist. Weder die Forschung daran, noch der Einsatz davon, noch der Import davon ist verboten. Es ist lediglich so, dass die Produkte einem strengen Zulassungsverfahren unterliegen und gekennzeichnet werden. Und da sie gekennzeichnet werden müssen, aber der überwiegende Großteil der Verbraucher und Verbraucherinnen in allen Mitgliedstaaten das ablehnt, niemand das auf den Markt bringt. Also was uns hier schützt, ist tatsächlich die Kennzeichnungspflicht. Deswegen ist es auch wichtig, die zu erhalten. Das Argument der Kommission, warum wir das jetzt ändern müssen, ist, dass es neue Technologien gibt wie CRISPR-Cas oder Talens oder Oligonukleotid, Mutagenese heißt das, und mit denen wird jetzt alles gut. Das ist so das Argument, was sich auch in dem Bericht findet, den die Kommission letzte Woche vorgestellt hat. Wir können unsere Ziele aus der Farm and Folk Strategy, aus dem Green Deal, mit diesen neuen Technologien erreichen. Und dahinter steckt etwas, was Sarah vorhin richtig als Ideologie erkannt hat. Wir nennen das in der Ökoszene die Technofix-Ideologie. Vom englischen Fix für Reparieren und Technology zusammengezogen zu Technofix, die Vorstellung, dass man Probleme lösen kann, indem man neue Technologien hat. Und so Großprobleme der globalen Ökologie, wie zum Beispiel den Klimawandel und das Artensterben, sind Dinge, die sich, so die Technofix-Ideologie, mit ein bisschen neuer Technologie lösen lässt, ohne dass man relevant etwas an der Art und Weise, wie wir produzieren, wirtschaften und konsumieren, ändern kann. Und das ist natürlich für viele Leute, die Veränderung nicht so gut finden, eine sehr ansprechende Vorstellung. Aber es ist eine Ideologie, die mit der Realität nicht viel zu tun hat. Und man kann das in 3 Minuten zerlegen, wenn man sich an Dingen orientiert, die in der Realität passieren. Und dazu kommen meine nächsten 3 Folien. Die einfach nur abfotografierte Bildschirme sind von mir und auch ganz offizielle Stellen. Das eine ist hier diese Patentanmeldung einer Firma, die Recombinetics heißt und in den USA sitzt, die sehr eng zusammenarbeitet mit Genos, einer britischen Firma, die Weltmarktführer ist beim Verschicken von Sperma von Bullen und Ebern. Und die ein Patent angemeldet haben auf mit der neuen Talens-Technologie veränderte Rinder, sodass diese Rinder hornlos sind, genetisch von immer schon, und man muss sie dann nicht enthornen. Hornlose Rinder gibt es bei mir in der Region schon seit 15, 20 Jahren mindestens als Ergebnis bäuerlicher Züchtung. Dieses Patent hätte auch nicht genmanipulierte Rinder beinhaltet, weil sie die Erfindung als solches patentieren lassen wollten für alle gängigen Rinderrassen. Das ist keine Innovation, das ist Enteignung.
Dieses Patent wurde aber letztes Jahr zurückgenommen. Also der Patentantrag wurde zurückgenommen, und zwar, weil es ein paar Mitarbeitern der US Food and Drugs Administration gelungen war, etwas nachzuweisen, was bei dieser Genmanipulierung mithilfe der Talens-Technologie in dem Fall falsch gelaufen ist. Die haben nämlich im Genom dieser Rinder nachweisen können, diverse Gene aus einem Plasmidring, aus einem, also einem Stück Genom eines Bakteriums, das bei der gentechnischen Veränderung dieser Rinder eine Rolle gespielt hat, inklusive zweimal eingebaut einem Gen, das für Antibiotikaresistenz bei diesem Bakterium sorgt. Also hier war denen ein Fehler mit ihrer Technik passiert, den sie selbst gar nicht gemerkt haben, den aber Mitarbeiter der US-Administration gemerkt haben und dann in Nature Biotechnology, einem Teil von Nature, einem der beiden hochwertigsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften der Welt, veröffentlicht haben. Bald darauf wurde das Ganze dann, oder was heißt bald darauf, es hat eine Zeit lang gedauert, aber dann haben sie das zurückgezogen. Was man hier sieht, ist, dass wir von der Aneignung bäuerlicher Zucht durch Großkonzerne reden und von einer sehr mächtigen Technologie reden, mit der Fehler passieren können, und das selbst in einem Fall, in dem nur versucht wurde, etwas nachzubauen, was es in anderem Fall schon gab. Mein zweites Beispiel ist dieses hier. Das ist Teil des Deckblatt. Es ist des ersten Antrags auf Zulassung einer mit CRISPR-Cas veränderten Pflanze für den europäischen Markt. Das ist die Maissorte DP915635. Das ist nicht wichtig. Die kommt von Pioneer. Pioneer gehört zu Dow Chemicals, einem der drei großen Player der Chemie- und Saatgutindustrie weltweit, neben Bayer, Monsanto und ChemChina Syngenta. Was kann diese Maissorte, was andere nicht können? Die wurde gentechnisch so verändert, dass sie A, das in der EU verbotene Herbizid Glufosinat überlebt, das alle anderen Pflanzen tötet, und B, ein eigenes Insektengift produziert, das ursprünglich aus Bakterien kommt und sich dann in diesen Maispflanzen findet, sodass man das nicht extern spritzen muss, sondern gleich in der Pflanze produziert hat. Das ist genau das, was wir bisher von Gentechnik auch kennen. 99% der Fläche, wo Gentechnik wächst, weltweit, von der alten Gentechnik, ohne diese neuen Methoden, CRISPR-Cas etc., hat genau diese beiden Eigenschaften, nämlich dass sie entweder herbizidresistent ist oder selbst Insektizide produziert, also zu mehr Gift auf den Feldern führt, oder dass sie beides können. Das heißt, diese schöne neue Welt der Gentechnik ist, wenn man sich anschaut, was kommt tatsächlich auf den Markt, was wird tatsächlich patentiert, überhaupt nicht unterscheidbar von der alten Gentechnik, die wir seit 30 Jahren kennen und die insbesondere, wenn man auf Südamerika schaut, einfach katastrophale Auswirkungen hat. Das ist nichts Neues, auch wenn es neue Technologien sind. Diese Technologien sind eher noch ein bisschen mächtiger als das, was wir bisher kennen. Wir sehen, dass das führt zu mehr Gift auf den Feldern. Wir sehen, dass das dazu führt, dass sich die Industrie Ergebnisse von bäuerlicher Zucht aneignen können. Und wir sehen, dass wir hier eine Technologie haben, mit der technische und menschliche Fehler passieren können. Und auch das ist eine gute Begründung, warum wir ein Zulassungsverfahren brauchen und warum wir eine starke Regulierung brauchen. Und ich würde sogar so weit zu gehen, dass die Kombination aus all den Problemen, die wir da sehen, und der Tatsache, dass wir es partout nicht brauchen werden, diese Technologie auch uns dazu führen sollten, dass wir eigentlich wesentlich strenger noch vorgehen müssen. Daher meine Forderung an die Politik: Wir müssen die Kennzeichnungspflicht voll erhalten. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Kampf, der jetzt realpolitisch ansteht. Die Kennzeichnungspflicht ist es nämlich, was dazu führt, dass unsere Felder und Teller tatsächlich frei davon bleiben. Wenn die Kennzeichnungspflicht auch nur für einen Teil fällt, dann kriegen wir ein Riesenproblem, weil ich als Verbraucher nicht mehr unterscheiden kann und weil ich auch als Landwirt nicht mehr unterscheiden kann oder als Landwirtin, und dann gerade im Bereich der Ökolandwirtschaft einfach noch höhere Kosten für die Abgrenzung zu Gentechnik und konventioneller Landwirtschaft bekommen. Wir sollten die Zulassungsverfahren nicht, wie die Kommission sagt, einfacher machen, weil wir sie dann
produktbasiert machen, sondern wir müssen sie strenger machen. Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass in einem Fall wie der eben genannten Maissorte eine Rolle spielt, dass das Gift, gegen das sie resistent gemacht wurde, das Glufosinat, in der EU wegen dem Verdacht auf reproduktionstoxische, also fruchtbarkeitsschädigende Wirkungen verboten ist. Warum erlauben wir den Import von einem Produkt, das ausschließlich dazu dient, mit großen Mengen von einem Stoff behandelt zu werden, den wir aus guten Gründen verboten haben? Und das ist etwas, was das Zulassungsverfahren für die Pflanze, die hier, also für den Gentechnikteil in dieser Pflanze, nicht beachtet. Da müsste man eigentlich nachschärfen und auf die Art und Weise dann dafür sorgen, dass diese Importe von genmanipulierten Futtermitteln verhindert werden sollen. In der Vergangenheit hat das Europäische Parlament, da ein Daumen hoch für die Europaabgeordneten, bei fast allen Anträgen auf Import von solchen Pflanzen mit Nein gestimmt. Dummerweise hat das Parlament an der Stelle wenig mitzureden. Die Mitgliedstaaten sind sich uneinig. Deutschland enthält sich mit seinen 18% im Rat ständig. Infolgedessen macht die Kommission, was sie will, auch gegen Parlamentsvoten. Das ist ein Problem auch der demokratischen Aufteilung in der EU. In Deutschland würde das nicht so einfach gehen, dass die Bundesregierung etwas macht, was gegen einen expliziten Beschluss des Bundestags geht. Hier ist es so, dass wir das Europäische Parlament eigentlich auf der richtigen Seite haben und die institutionelle Aufhängung aber falsch ist. Und wir müssen schauen, dass wir von diesen Technofix-Ideologien wegkommen und die Forschungsmittel, die massiv da reinlaufen, umleiten in realistischere, weil kleinteiligere, weil praxisnahe Möglichkeiten. Und auch da hat Sarah schon ein paar Sachen genannt. Gerade im Bereich Agroforstwirtschaft sehe ich, was die Anpassung an den Klimawandel angeht, eigentlich riesige Potenziale. Super. Jetzt müssen wir mal nochmal schauen, dass wir zur Diskussion noch kommen, weil es tatsächlich schon recht fortgeschritten ist in der Zeit, Karl. Ich rede schon ein bisschen am Schluss, so ein bisschen zusammenfassen könntest noch, weil dann haben wir noch ein bisschen Zuschauerfragen, weil wir nur noch irgendwie 12 Minuten haben und dann freuen wir uns sehr, dass wir da ins Gespräch kommen. Jo, viel habe ich nicht mehr. Also man hätte uns vor 20 Jahren gesagt, ab 10% erneuerbaren Energien bricht das Netz zusammen, hat mir gestern jemand aus der Energiewende Oberland gesagt. Wir sitzen an der Stelle Gentechnik jetzt im Kampf gegen große Gegner, aber das rollen wir von unten auf, weil wir haben die Mehrheit der Leute hinter uns und gute Argumente. So. Pestizide landen sehr viele auf den Feldern in der EU. Ich habe die Zahl vorhin gerade nochmal nachgeschaut bei Eurostat. Das gehört zu den 5 Hauptursachen des Artensterbens, neben dem Klimawandel, der Zerstörung von Lebensräumen, der Zerschneidung von Lebensräumen und der Lichtverschmutzung. Da gibt es einige an Gefahren für Gesundheit von Anwohnerinnen und Verbraucherinnen und diese Stoffe bleiben nicht da, wo sie benutzt werden, sondern wie Sarah schon gesagt hat, die verbreiten sich auch. Wir haben das Punkt, dass das eigentlich ein Stück ein Kartenhaus ist. Die industrielle Landwirtschaft hat ganz viele Stellen, wo wenn man ein bisschen daran rüttelt, dann funktioniert sie ganz nicht mehr. Und wer mit Chemie nicht gegensteuern kann, der muss ökologisch vorsorgen. Ich glaube, wenn wir den Punkt rausnehmen mit den Pestiziden, dann kriegen wir automatisch an vielen anderen Stellen eine viel ökologischere Landwirtschaft. Wir haben eine große Bevölkerungsmehrheit oder würde sagen zumindest eine große Bewegung gegen Pestizide da. Bayern rettet die Bienen, wir haben das Wunder von Mals in Italien, wir haben die Coquelicot-Bewegung in Frankreich. In der Schweiz wird am 13.06. abgestimmt, ob alle Pestizide verboten werden sollen und der Import von mit Pestiziden hergestellten Lebensmitteln ebenfalls verboten werden soll. Und parallel zur Bundestagswahl stimmt das Trentino ab, ob sie sich als Biodistrikt labeln und den Weg 100% Biolandwirtschaft gehen wollen. Das sind total großartige Entwicklungen und wer es noch nicht gemacht hat, ich empfehle, Sarah hat uns da auch sehr unterstützt mit einem Video, die Europäische Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten zu unterschreiben. Eva war auch eine der ersten Unterzeichnerinnen bei unserer Aktion in München. www.bienenundbauernretten.eu. Was brauchen wir hier? Strengere Zulassungsverfahren. Imidacloprid ist eines dieser Neonicotinoide, die jetzt endgültig verboten sind nach diesem Gerichtsurteil. Wir wissen seit den 90er Jahren, dass diese Probleme bestehen. Die hätten nie zugelassen werden dürfen. Bayer selbst wusste, dass die Dinger länger im Boden bleiben im Zulassungsantrag. Wir müssen schauen, dass wir Schritt für Schritt die Dinger verbieten und die Forschung und die Ökolandwirtschaft besser unterstützen. Was ich glaube,
das wir tun können, um die Landwirte besser auf unsere Seite zu ziehen, ist, wir müssen denen eine klare Linie vorgeben. Was die Bauern mit am allermeisten stört, ist, wenn sich alle 2 Jahre die Regeln komplett ändern, weil man da nicht investieren kann, weil man da nicht einen Betrieb übernehmen kann. Und wenn wir einen Konsens haben, dass wir eine Agrarwende brauchen, dann müssen wir endlich an den Punkt kommen, wo wir sagen, da geht's hin, aber dabei bleiben wir dann auch und dann akzeptieren die Bauern, glaube ich, auch Veränderungen. Das müssen wir halt einhalten dann auch. Und unsere jetzige Regierung macht einfach gar nichts und das ist katastrophal auch für die Landwirtschaft. Und jetzt beende ich meinen Vortrag. Ich habe jetzt sehr schnell geredet am Ende. Ich wollte noch durch. Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Karl. Auch wenn du schnell geredet hast, haben wir die Argumente gut verstanden und war wahnsinnig wichtig, jedes einzelne davon. Ich finde, mir ist bei mir auch besonders hängen geblieben, von unten was zu ändern, sich zusammenschließen, auch europäisch. Hast du gerade viele Initiativen genannt. Das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben in dem Chats auch natürlich auch noch entsprechende Beiträge. Das finde ich auch ganz spannend, mit spezifischen Fragen, auch an dich zum Beispiel, Karl. Meine Frage ist jetzt so ein bisschen, weil wir nur noch so wenig Zeit haben, was ich sehr spannend finde, weil ihr von unterschiedlichen Blickwinkeln natürlich auf diese Sache schaut und große Experten seid bei diesen verschiedenen Bereichen. Wenn ich jetzt Sarah dich fragen könnte, zum Beispiel, du hättest 3 Wünsche frei zur Europapolitik, um was zu verändern im Agrarbereich oder Farm-to-Fork-Bereich. Was wären deine 3 Wünsche? Was würdest du dann durchsetzen? Zum einen bodengebundene Tierhaltung. Also man darf nur so viele Tiere halten, wie man von seinem eigenen Boden ernähren kann oder eben mit seinem Nachbarn einen Deal machen. Dann hätten wir keine Massentierhaltung. Eine absolute Transparenz auch für Stoffe, die nicht gelabelt werden müssen. Ich hätte gern auch zum Beispiel, habe ich auch tatsächlich einen Antrag gegeben, aber der wird natürlich abgeschmettert. Ich hätte auch gern gewusst, mit wie vielen Pestiziden die Nahrungsmittel, die da verkauft werden, gespritzt worden sind und mit welchen. Dann würdest du bei manchen so eine Liste von 16 verschiedenen Pestiziden finden. Fände ich auch interessant. Und ich würde gern wieder Handwerk und Kleinstbetriebe fördern. Im Sinne von also sowas wie Warmschlachtung, bei den Fleischern, das heißt, wo ich ja auch gerade dran bin, ist Weideschuss und Hofschlachtung. Manchmal ist es schwierig, weil manche Länder sind dafür, aber andere sind dagegen. Und dann hast du eben irgendwie manchmal einen mistigen Kompromiss und manchmal einen besseren. Und natürlich würde ich dann, was wir gar nicht so eingegeben haben, ist, die nächste Bombe sind multiresistente Keime, also Antibiotikaresistenzen. Das ist eine echte Bombe, die da auf uns zurast. Da ist Covid gar nichts dagegen. Und das kommt natürlich nicht nur, aber auch aus der Massentierhaltung, dichtes Gedränge, Metaphylaxe. Du siehst, also es sollten 3 sein. Es sind vielleicht dann 5, aber ich finde das schon wichtig, die Vielfalt auch zu bewahren und zu schützen. Das wäre etwas, also Saatgutfreiheit für alte Sorten, damit irgendwie im kleinen Rahmen zu handeln, Weideschuss und Schlachtung und so, also wieder eine Waffengleichheit ein bisschen mehr herzustellen. Mhm. Und natürlich dann am Ende die Leute zahlen zu lassen für ihre Schäden, die sie anrichten. Also wir haben das Verursacherprinzip. Ich kann auch nicht das Haus von meinem Nachbarn einreißen. Wieso lassen wir die Leute nicht für ihre Schäden zahlen? Dann wären sie morgen nicht mehr existent. Sehr viele von ihnen. Polluter Pays Principle, was wir da, der Schaden verursacht, soll auch dafür haften. Das haben wir beim CO2-Austausch auch. Und das klingt sehr vernünftig auf verschiedenen, vielen Ebenen anwendbar. Liebe Eva, was wären denn auf bayerischer Ebene deine Wünsche an die Europäische Union, wenn du 3 Wünsche frei hättest in diesem Bereich? Was sollte geändert werden seitens der Europäischen Union? Jetzt brauchen wir das Bild nochmal. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen darauf konzentriert gehabt, was wir in Bayern selber tun können. Es ist immer einfacher, als nur zu fordern von den anderen. Aber es gibt natürlich vieles, sehr, sehr vieles, was die EU machen kann. Wir haben zuletzt ganz viel auch wieder darüber diskutiert, dass es weiterhin viel
Nikotinoideinsatz bei auf Zuckerrübenfeldern gibt. Es wäre sehr, sehr gut, wenn endlich die Notfallzulassungen überhaupt nicht mehr zur Debatte stünden. In dem Bereich, da könnte die EU endlich mal einen klaren Riegel vorschieben und dieses Instrument einfach verbannen in die alte Mottenkiste. Das ist sicher was, was uns in Bayern helfen würde. Ich habe zum Thema Grundwasserschutz ja schon einiges gesagt, da die Wasserrahmenrichtlinie noch mal deutlicher einfordern, die Länder, die sich in Schlendrian machen, anstupsen. Das ist sicher auch ganz, ganz wichtig. Und wenn ich noch einen dritten Punkt nennen darf, dann möchte ich auf jeden Fall nochmal auf das Thema Ökolandbau zurückkommen. Wir haben zwar unser ambitioniertes Ziel, das ich schon angesprochen hatte, von den 30% Ökolandbau bis 2030, aber das wird ja auch nicht von selber kommen, über Daumen drehen und abwarten, sondern da braucht es ganz sicher auch von der Europäischen Union genauso ambitionierte Ziele, Unterstützung und eben auch ein Einfordern. Es wird ja gerade auch wieder viel diskutiert oder natürlich auch zu Recht bemängelt, dass die Papiere, die vorliegen, aus der Feder der EU-Kommission eigentlich nur Strategiepapiere sind, dass es keine Rechtsakte oder Ähnliches sind. Mehr Verbindlichkeit in den Zielen ist was, das ich mir so auch noch mal wünschen würde. Beispielsweise eben beim Ökolandbau braucht es eine Verpflichtung, damit über Bundesrecht dann auch Länder wieder weiter verpflichtet werden und wir wirklich vorankommen und dann auch mit guter Umstiegsberatung beispielsweise den Landwirtinnen und Landwirten in Bayern noch mehr Angebote machen können. Ja, ganz herzlichen Dank an dich, Eva, auch. Wir haben jetzt hier spannende Fragen auch noch bekommen. Wir haben zum Beispiel drei Fragen von Anja Hübner bekommen, auch an Karl zum Beispiel. Wie hoch ist der Anteil des Einsatzes von Terra Preta, flüssigem Kompost als Dünger etc.? Wie lässt sich dieser Anteil steigern? Das sind natürlich spannende Fragen. Dann hat auch Anja Hübner noch gefragt nach dieser Komponente Nachfrage an ökologischen Lebensmitteln. Wie wird da wirklich die Präferenz von Konsumenten wiedergespiegelt? Also immer wieder die Frage, die auch wichtig ist, Nachfrage wie das zur Verfügung gestellt werden kann, ökologischer Landbau. Die Fragen gehen nicht verloren. Vielleicht können wir die weitergeben an euch auch nochmal, weil die Zeit so ein bisschen drängt. Aber das ist natürlich absolut wichtig und richtig, das entsprechend zu diskutieren. Und Karl, von dir natürlich auch, wäre total spannend zu wissen, wenn du drei Wünsche frei hättest, drei Forderungen umzusetzen an die Europäische Union. Was wäre am wichtigsten für dich? Was gäbe es da für drei Punkte? Also ich denke, was wäre am wichtigsten, dass wir, ich wünsche mir ein Ausstiegsdatum für wann wir mit den Pestiziden aufhören. Das kann von mir aus in 15 Jahren liegen. Aber wenn ich weiß, irgendwann hört es auf, dann ändert sich auch Forschung und Investitionspolitik so, dass wir da hinkommen können. Aber wir brauchen einen Punkt, wo wir sagen, wir kommen davon weg. Damit ändern wir ganz viel. Dann wünsche ich mir, dass es nicht mehr möglich sein darf, Dinge, die unter europäischen Standards produziert wurden, hierher zu importieren. Das betrifft sowohl die Zusatzstoffe in den Lebensmitteln als auch die bei der Produktion eingesetzten Pestizide, dass wir aufgrund dieses Handelsabkommens mit Kanada jetzt Kartoffeln, Frischkartoffeln aus Kanada über den Atlantik fahren, die dort mit Neonicotinoiden behandelt wurden. Das ist einfach eine Geschichte, die geht gar nicht. Und wenn ich mir so einen allgemeinen Wunsch noch frage, nicht an die EU-Kommission, aber ich wünsche mir, dass wir endlich aufhören, darüber zu diskutieren, wie wir es schaffen, dass sich Hartz-IV-Empfängerinnen Bio-Lebensmittel leisten können, solange nicht die oberen 20% der Leute Bio-Lebensmittel essen. Wenn wir es nämlich schaffen würden, dass die oberen 20% der Einkommensbevölkerung Bio-Lebensmittel essen, dann würden wir es mehr als verdoppeln, was wir momentan im Markt haben. Das würde über 12 Milliarden Euro aus der Agrarindustrie wegschieben hin zu Produzenten im Biobereich. Das würde so viel ändern, dass wir eine richtig klasse Änderung kriegen würden. Also konzentrieren wir uns einmal auf das. Das ist nämlich viel zu unterbelichtet. Wie viele Leute fahren mit einem dicken Auto zum Aldi? Richtig. Große Autos fahren, aber billiges Fleisch fressen. Ja, das stimmt. Seltsam. Genau. Also ich danke euch von ganzem Herzen. Man hat gemerkt, ihr seid wahnsinnig in diesen Themen drin auch und ich bin sehr froh, dass ihr das auch macht und verfolgt, die Sarah im Europäischen Parlament für uns und Karl, auch du im Bundestag ganz bald, toi, toi, toi.
Und auch Eva, du auf Grüne Bayern-Ebene bist ja da auch mit ganzem Herzen dabei. Ich habe da großen Respekt. Ich bin eher Industriepolitik und grüne Wirtschaft orientiert und trotzdem hängt das alles wieder zusammen, weil das sind urgrüne Ziele, an denen ihr da auch gemeinsam arbeitet. Und ihr, Karl und Sarah, ihr habt, glaube ich, auch personelle Verpflichtungen oder Möglichkeiten, euch da zu treffen, zusammenzuarbeiten. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr euch da Zeit genommen habt heute, denn ich glaube, also gerade dieses Agrarthema liegt vielen sehr, sehr am Herzen, auch gerade in Bayern, aber auch insgesamt. Das ist für die Europäische Union ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich meine, es ist klar, glaube ich, dass jeder gutes Essen will. Lebensmittel sollen natürlich schmecken. Die Landwirte haben auch oder Bäuerinnen und Bauern haben sicherlich auch Gutes im Sinn. Wie kommt man dahin, dass Menschen gute Lebensmittel kaufen können? Und das können wir in der Politik verändern, so wie Karl, du ja am Schluss auch nochmal sehr gut dargelegt hast. Das ist unser Auftrag in der Politik, das entsprechend umzusetzen. Und da freue ich mich sehr drauf, auch eure Arbeit davon weiter zu hören. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Wir sind leider schon durch mit der Zeit. Und liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn ihr und wenn Sie noch Lust haben und Zeit in dieser Woche weiterhin an den Webinaren zur Europawoche teilzunehmen, wir freuen uns wahnsinnig. Es gibt morgen zum Beispiel zur Transformation der Automobilindustrie ein sehr spannendes Webinar mit der VW-Vorständin. Wir haben zum Kultur am Samstag noch was. Wir haben zur Kommunalpolitik und Europapolitik am Sonntag Veranstaltungen. Also bitte einfach gerne auf meine Homepage gehen, Henrike Hahn, EU, und da kann man die entsprechenden Termine finden. Liebe Sarah, liebe Eva, lieber Karl, von ganzem Herzen danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich wahnsinnig und habe auch viel gelernt von euch heute. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr drauf. Liebe Teilnehmer und Teilnehmer zu Hause, bis ganz bald. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön. Dankeschön.